Also jetzt Heilungsgegenstände zu verbrauchen, weil... Hallo, das war... Schlechte Laune. Wir müssen gleich Aufnahmepause machen. Danke für den Sekundentimer, den du mir nicht gibst. Guck mal hier, der hier ist ewig nicht an. Weißt du? Der andere... Alle eine 0,67 Sekunden. So schnell kann er gar nicht laufen. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ich hoffe ja irgendwann mal zurück, dass wir uns heilen können. Ich weiß nicht, wo ich das Leben hernehmen soll. Weiß ich nicht. Ich brauche hunderte von diesen Flaschen. Es lohnt sich für mich nicht, einen Beleber zu nutzen. Lohnt sich für mich einfach nicht. Wir müssen den Kampf jetzt machen. Ist kein Kampf. Du hast alle fortgeschrittenen Schüler im Dojo besiegt. Es ist schon eine Weile her. Ich stehe, seit wir jemanden wie dich hier hatten. Nun gut, Dojo-Meisterin Sophia wird nun gegen dich antreten. Ich wünsche dir viel Glück. Verwöhne deine Temtem mit ein paar Tränken. Die gehen aufs Haus. Außerdem wirst du sie auch bitter benötigen. Zwei Salben plus. Zwei Beleber. Aber ehrlich, ich nutze eine Rauchbombe, um wieder zurückzukommen. Anders lohnt es sich nicht wirklich. Irgendwie dieses Spiel. Es ist sehr heilungslastig. Ich weiß noch nicht, was wir dagegen tun können. Aber wie gesagt, Geld können wir nicht verdienen, wenn wir keine Kämpfe machen. Kämpfe sind eigentlich ein bisschen Mangelware in diesem Spiel. Zumindest geldlich gesehene Kämpfe. So, jetzt haben wir 5 Rauchbomben. Wir kommen 5-mal zurück. Das ist schon mal viel wert. Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass ein Level 15er mit einem Schlag halben Damage macht auf ein Level 22er, während andersrum das nicht der Fall ist. Aber wir haben alle besiegt. Oh, hier müssen wir gar nicht hin. Huch, wir haben ja doch nicht alle besiegt. Hä, warum sagst du das denn? Und hier kommt ein neuer Herausforderer. Sollen wir dafür sorgen, dass er ein wenig ins Stolpern kommt? Ich dachte, wir hätten alle besiegt. Hat er nicht gesagt, wir haben alle besiegt? Na gut. Hat er uns halt angelogen. Ich weiß auch noch nicht, worauf sie spezialisiert sind hier, ehrlich gesagt. Gift müssen wir Kaki auch nachher unbedingt geben. Das klappt sonst auch nicht mehr im Leben. Guck mal, wie viel Schaden. Wir müssen gleich schon wieder zurück, weil wir zu viel Schaden bekommen. Das ist so doof. Ja, Gohan ist Level 20. Nichts Neues gelernt. Es wäre so schön, wenn sie sich mal entwickeln würden. Wie viel Schaden? Er ist gleich tot. Oh, 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 oh. Das ist aber nicht schön so. Der Bedarf ist doch ein bisschen Optimierungsbedarf, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob nur mir das so irgendwie auffällt, aber... Irgendwie... Ha, du bist ja gar nicht so schlecht. Nee, so eine Enttäuschung. Und dann 136 Geld bekommen, womit wir uns eine Salbe von kaufen können. Müssen jetzt aber 3 Salben verbrauchen, um überhaupt wieder Leben reinzukriegen in unsere Temtems. 4 Salben müssen wir gebrauchen. Das ist es geldlich gar nicht wert gewesen. Wo kommen wir denn hier eigentlich zurück? Ach so, hier sind wir jetzt. Müssen wir hier hoch? Achso, da geht's auch nur zurück. Ich glaube, da wird sonst auch nichts sein. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles, alles erledigt, oder? Ach, hier sind noch mal welche. Oh, warum sagst du, dass alle tot sind, wenn... Du hast es weit gebracht, Case. Aber hier ist... Aber hier blinzelst du. Und wachst dann im Temporium wieder auf. Temtem los, du Heuchler. Hey. Warum denn Heuchler? Okay, dann müssen wir mal gucken. Da ist Elektro auf jeden Fall schon mal gut. Das ist schön. Wir haben etwas, wo Elektro gut ist. Wir gehen mal auf die da.
sondern nicht, was von uns, unserer Seite aus am besten ist. Ja, das ist ja mal 4, stimmt. Weil ja noch irgendwas anderes drin ist, was ich nicht weiß. Verwirren, ich weiß noch nicht was. Was macht diese Technik nochmal? Ich hab's vergessen. Skunsch. Ah, da wäre jetzt Bebop am besten. Wir machen einen narkotischen Schlag. Weil dann schläft er erstmal. Ja, ist egal. Aber es macht mal 2. Ach ja, verwirren ist ja, war das das? Na toll. Naja, wir wollten eigentlich sowieso gerade schlafen, aber das hätte ich gerne gemacht. Naja. Bevor das passiert. Nur mal 1,4. Machen wir gleich den Angriff? Ja. So, mal 4. Wir schlafen wieder, aber macht nichts. Dafür ist der Typ tot. Ukama, keine Ahnung. Das Wasservieh. Das kriegen wir auch tot. Kooperation, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das macht. Haki schläft nicht mehr. So, Farad ist tot. Wasserwerfer, 80% Schaden. Fast. Okay, noch den und dann ist hier auch Ende. Den sollten wir hoffentlich schnell tot kriegen. Je nachdem, wie schnell wir agieren dürfen, wer schneller ist. Okay, tot. Mal 4, wegen Wasserflug bestimmt. So, Gott sei Dank, sehr schön. Das ist es also. Scheint so, das ist es. Unsere demütigsten Glückwünsche, Case. Du bist ein fähiger Bändiger. Bitte schreite voran, Dojo-Meisterin erwartet dich. Sei dir sicher. Oh, 650 Geld. Ich habe noch nie so viel Geld bekommen. Rucksack, Salben. Okay. Hey, toll. Ich wurde nicht mitgenommen. Oh, hier werden wir auch nochmal locker zurückgekommen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir bleiben aber bei dem Team, was wir haben. Hey, was geht? Mhm. Case, wie schön, dich wiederzusehen. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich aus diesem Käfig befreist hast. War doch halb so wild. Haha, so bescheiden. Und als ob dein Kampf gegen die Salok nicht Beweis genug wäre, hast du es auch noch durch das Dojo geschafft. Du hast dir das Recht, mich herauszufordern, redlich verdient. Es wird mir ein Vergnügen sein, gegen dich zu kämpfen. Ich hatte schon lange keinen würdigen Gegner mehr. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sub 4. Luadi und das andere Dings da. Das da, die Krake. Okay, das erste Ding ist natürlich, ne? Okay, Gleichstrom. Und du machst den da auf das da. Das ist nämlich sehr effektiv. Oh, das war aber ein harter Angriff. Den will ich auch keinen harten Angriff. Warum? Weil da vielleicht Gift in der Krake ist? Vielleicht ist Gift in der Krake, ich weiß es nicht. Es tat auf jeden Fall weh. Ja, da ist Gift in der Krake. Ah, oh, Kacke. Ah, beide vergiftet, ey. Das ist fies. Das ist fies. Und das ist tot. Wir überleben hier nämlich gar nichts. Weil unsere Temtems leider so schwach auf der Brust sind, dass du es nicht aushältst. Muss ich ehrlich sagen. Es ist ein bisschen anstrengend. Klar, mit der Energiemanipulation hat er uns echt wehgetan. Mit der Synchronisation. Jetzt ist das nämlich nicht mehr ganz so stark. So, aber die beiden kriegen jetzt die EXP, das ist gut. Ja, Bebop, Level 50. Level 50 wäre schön. Level 23. Piggity Pick und
Oh nein, nicht der! Oh nein, nicht der! Ich habe so Angst vor denen. Muss ich jetzt erstmal einschläfern, weil ich so viel Angst vor dem habe. Oder sollen wir ihn? Ich weiß. Noch Beta-Ausbruch. Und Windstoß. Nur auf den. Aua, dreifacher an Schaden. War nicht irgendwas mal gegen den aktiv? Sehr effektiv. Ich weiß nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Irgendetwas. Wind war es nicht. Was war es denn? Oh, können wir die Dinger gar nicht verwenden? Achso, ich dachte, wir könnten die verwenden. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass wir die Tempium-Flasche verwenden können im Kampf. Aber vielleicht sind sie ein bisschen zu overpowered dafür. Damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet. Okay, gut. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, ob wir die... Das Problem ist halt einfach, dass Elektro ist die härteste Schwachstelle, die wir in diesem Ding besitzen können. Es gibt kaum irgendetwas als ein Elektro-Ding... was alles 80% mehr Schaden macht. Das... Ich wüsste... Alles. Wir haben nichts da, was nicht sehr effektiv ist. Ehrlich gesagt. Weil ich auch nicht genau weiß, was sehr effektiv gegen das ist. Ist aber auch alles immer... Ist immer nur K.O. Ich gebe ihm jetzt mal das Ding. Dann kriegt er auch gleich die Ausdauer mit dazu. Ist das sehr effektiv? Was ist sehr effektiv dagegen? Verdammt nochmal, war doch mal irgendwas. So, jetzt hat er auch wenigstens genügend Ausdauer. Das ist sehr effektiv, diese Sandspritzer. Haben wir das mal gemacht? Ich weiß das nicht mehr. Na gut, zum Glück auf Scully. Das ist nicht ganz so viel wert. Weil er hat noch 3 Runden. Schade, ich hätte jetzt gehofft, dass wir auch mal angreifen dürfen. Aber gut. So, Sandspritzer haut jetzt den endlich mal um. Oh Gott, das ist der gefährlichste Gegner in dem ganzen Temtem-Spiel bis jetzt. Weißt du, eine Mega-Attacke, die Mega-Ausdauer kostet. 1/4 Schaden. Fühlt sich so ungleich an hier. Das muss ich sagen, Alter. Wo du echt nur sitzt und dich fragst, hä, ich habe doch gerade einen Hardcore-Angriff gemacht. Warum darf ich nicht? Da ist ein Schaden drin. Oh Mann. Hoffentlich patchen die das mal. Das wäre mal ein schönes Gefühl, wenn sie was patchen würden hier. Ich weiß nicht, wie wir die besiegen sollen. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch mit allen ein bisschen überfragt mit dem Spiel. So, unser Elektrovieh ist wieder da. Den anderen lassen wir erstmal komplett schlafen. Du kriegst auch das Tank Podium Plus, weil muss ja. Sonst sterben wir irgendwann. Tuvai schläft noch ein bisschen. Gleich noch einmal. Zu viel Schaden. Zu viel Gegnerschaden.
Hey, Level 21. Mal irgendwas Neues, eine Entwicklung, irgendwas. Irgendwas, was uns bitte mal im Leben weiterhilft. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Okay. Oceara sieht aber cool aus. Und tot. Alles zu wenig Damage. Machen auf alles zu wenig Damage. Wie lösen wir dieses zu wenig Damage Problem? Ich kann das ehrlich gesagt nicht so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir das zu wenig Damage Problem lösen. Wir sind sowieso gleich wieder tot. Es ist alles. Jede. Es ist zu viel Scherben. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es halt nicht sagen, wie wir das hier am besten fertig machen. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gibt es. Ich brauche. Ich muss dieses Spiel eine halbe Stunde grinden. Wenn nicht sogar noch 10.000 Mal mehr. Wir müssen dieses Spiel in die Unendlichkeit runtergrinden erstmal, dass wir, ich weiß nicht, was für ein Level wir besitzen müssen, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht so genau beantworten, was für ein Level wir besitzen müssen, um dieses Problem mal aus dem Weg zu gehen. Und das ist ein Problem. Das ist ihr letztes Vieh. Ist schon mal was. Du bringst mir eigentlich auch einen Scheiß. Macht sowieso keinen Schaden. Schriller Schrei wird jetzt uns wieder richtig Schaden machen. Wir machen einen schrillen Schrei und da ist nicht viel drin. So. Ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Deine Ausdauer ist auch wieder für den Arsch. So. Ne, mir fehlt ein bisschen noch, weiß ich nicht, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, kann man das nennen? Mir fehlt ein bisschen Ausgewogenheit. Das ist kein Verhältnis von Geld und Heilungsgegenständen, die man braucht. Oh, das war ein toller Kampf. Ich habe nicht so viel Spaß gehabt, seit ich selbst noch Lehrling war. 700 Geld, das ist ein Beleber. Wir haben 5 verbraucht. Kein Verhältnis. Aber du bist kein Lehrling mehr, Case. Von diesem Moment an wird dein Name in den Büchern der Arisola Dojos festgehalten. Und zwar als einer von uns. Als vollwertiger Bändiger. Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir redlich verdient. Warum habe ich denn so geguckt? Ein Surfbrett! Ein hochqualitatives Brett eines meisterhaften denizianischen Handwerkes. Gehörte erst der Dojo-Meisterin Sophia. Nun dir. Geil, ein Surfbrett! Ja, das ist mein Surfbrett. Ich will, dass du es an dich nimmst. Ich habe nichts Besseres, um dir zu danken und ich werde sowieso eine Weile lang nicht surfen. Also bitte nimm es. Ich bin sicher, dass dir nach der ganzen harten Arbeit ein bisschen Surfen auf dem Silaro ganz gut tut. Außerdem kann man so am besten Wassertemtem fangen. Wie kann ich noch besser werden? Wenn du es ernst damit meinst, ein besserer Bändiger werden zu wollen, dann musst du dir größere Herausforderungen suchen. Ja, ich glaube, du bist bereit. Es ist Zeit, dass du einen Schritt nach draußen machst. Reise nach Omnesien und finde einen Mann namens Raviri. Er ist der Meister des Dojos von Mokupuni. Oder ein alter Freund von mir. Er wird dich unterrichten. Wie komme ich dorthin? Es gibt nur einen Weg. Mit dem Luftschiff. Geh zum Luftschiff-Terminal und such nach einem Luftschiff namens Narval. Seine Kapitänin ist eine alte Veteranin. Adia Turai. Aber auf die kannst du dich verlassen. Viel Glück und frohes Bändigen. Ich bin stolz auf dich, Case. Und ich weiß, dass Professor Konstantinos das auch sein wird, wenn er davon erfährt. Hurra! Unser erster bändiger Orden. Das Geilste ist einfach, dass wir jetzt endlich das scheiß Surfbrett haben. Wir können jetzt endlich Wassertemtems fangen und ich will echt ein richtiges Wassertemtem haben. Warum ist denn der so schwatt? Nein, aber mir fehlt ein bisschen Verhältnismäßigkeit, Geld und
Gebrauchsgegenstände. Neue Beleber haben wir echt weggenug. Salben gehen noch. Aber müssen wir erstmal alles an Geld wieder ausgeben. Okay, wir können surfen. Wir sollten aber gleich jetzt erstmal die Aufnahmepause machen, bevor wir an Surfen denken. Weil eigentlich hätte ich gar nicht so lange kämpfen dürfen. Aber ich will surfen. Wir müssen einmal surfen. Wo ist Wasser? Verdammt. Wir brauchen irgendein Kristall-Temtem oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was... Also Elektro ist echt das, was uns am meisten wehtut. Da wird uns... Naja, da wird uns Wasser auch nicht helfen. Wo ist denn hier Wasser? Wie sieht denn Wasser aus? Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich habe das Gefühl, dass wir von hier nicht zum Wasser kommen.